Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA WM 2018 WM Magazin hier bei uns auf Sport and Games TV. Heute gab es bei der FIFA WM 2018 den vierten Turniertag und da gab es gleich drei hochkarätige Spiele mit dabei, natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft, mehr dazu gleich. Ich denke, ihr wisst schon den Endstand aber von Deutschland-Mexiko, aber ich werde euch das gleich nochmal alles mit den Zahlen und Fakten ausführlich erklären oder beziehungsweise erzählen. Los ging es um 14 Uhr mit dem Spiel der Gruppe E. Nee. Doch. Mit Costa Rica gegen Serbien. Das war eine Überraschung, denn Costa Rica, das war der Torwart Keno Navas von Real Madrid, die Nummer 1. Und sie war verloren. Überraschend mit 0:1 gegen Serbien. Torschütze war in der 56. Minute Alexander Kolorov oder so ähnlich für Serbien. Also das war wirklich eine Überraschung. Widmen wir uns dann nochmal den Zahlen und Fakten. Überraschendes Ergebnis. Costa Rica war eigentlich besser. Es gab in der Schlussphase, in der Nachspielzeit, da gab es auch irgendwie wieder 5-6 Minuten Nachspielzeit, da gab es ein hartes Foul, was mit Rot bestraft werden würde oder sollte. Da gab es nur Gelb, also das war ein Foul, wo ein Spieler der serbischen Mannschaft einem von Costa Rica einen Schlag ins Gesicht gab und bekanntlich wird das ja mit Rot geahndet. Das war aber laut dem FIFA-Videobeweis, also sie haben den Videobeweis genutzt und der Videobeweis hat den Hauptschiedsrichter dadurch dann gesagt, dass es dann nicht so schlimm gewesen war und deswegen gab es nur in Anführungszeichen Gelb. So, Navas von Real Madrid. Erstes Gegentor gab es für ihn bei Costa Rica für Lisa Wern. Ist ja gleichzeitig auch sein erstes Gegentor, weil er ja die Nummer 1 von Costa Rica ist. So, jetzt bitte nicht ausflippen. Jetzt widmen wir uns mit dem Spiel der Gruppe F, Deutschland-Mexiko. So, wir sehen es. Deutschland verliert gegen Mexiko beim ersten Spiel in der Gruppe F. Im ersten Spieltag bei der FIFA WM 2018 verliert Deutschland gegen Mexiko mit 0:1. Der Treffer in erzielte Hiefigen Lozano in der 35. Minute für Mexiko. Und ich muss es jetzt wirklich sagen, der DFB hat wirklich nicht gut gespielt. So viele Fehlpässe, immer wieder nach hinten gespielt, anstatt nach vorne mal sich vorne eine Anspielstation zu legen. Deutschland hatte viel mehr Ballbesitz, wie wir das jetzt auch in den Zahlen und Fakten sehen. Also Deutschland hatte viel mehr Ballbesitz als Mexiko, zwischenzeitlich sogar mal über 60%. Und es gab viele Probleme beim DFB, wobei es gab einen Freistoß für Deutschland, den hat Toni Kroos geschossen und er ging an die Latte. Also es gab ganz, ganz große Chancen für den DFB, zum Ausgleich zu kommen. Es hätte aber auch der Sieg werden können. Naja, es wird spannend bleiben. Morgen gibt es ja in der Gruppe F Schweden, Südkorea. Also wenn das unentschieden ausgehen würde, dann wäre Deutschland nach dem ersten Spieltag letzter. Natürlich, es ist trotzdem noch alles drin fürs Achtelfinale. Es würde ja theoretisch nur Rang 2 reichen. Aber trotzdem, Deutschland auf dem letzten Platz zu sehen, hinter Südkorea. Deswegen muss man morgen für die Südkoreaner sein, weil man könnte die dann auch schlagen. Ach ja, Mexiko, also Deutschland kann ja beide schlagen, Schweden und Südkorea, aber das wäre ja dann noch besser für Deutschland. So, Mexiko war ja auch, muss man sagen, der schwerste Gegner, den Deutschland überhaupt in dieser Gruppe hat. Aber jetzt mal am Anfang etwas. So, der Schiedsrichter pfeift an, die Grafik beginnt. Und was steht in der Grafik? Am Anfang, die ersten Sekunden, Gea und Max. Und in der Mitte ja der Ergebnisstand, 3:0 für Deutschland. Nach 10 Sekunden haben sie es geändert und wieder zum 0:0 gebracht. Aber Deutschland war auch echt schlecht. So, gucken wir uns mal die besten Spieler des DFB an. Manuel Neuer natürlich im Tor, hat viele Paraden gehabt oder gute Paraden. Und Toni Kroos, wie gesagt, wegen seinen guten Chancen und seinem Freistoß, der an die Latte ging. Und er hatte auch noch ein paar andere Torschüsse, die eigentlich relativ knapp waren. Also Deutschland hatte, wie gesagt, auch viel mehr Ballbesitz als Mexiko. Nächstes Spiel ist dann am Samstag gegen Schweden. Das wird aber dann einfacher. Aber der DFB weiß ja jetzt durch dieses Spiel hauptsächlich, was sie dann die nächsten Tage bis Samstag dann auch trainieren kann. So, das wären dann unsere Sachen zu diesem Spiel. Dann das Spiel, was eben gerade zu Ende gegangen ist in Gruppe D, ein richtiger Klassiker in Gruppe E.
Brasilien gegen die Schweiz. Ich glaube, das ist die Gruppe E, aber ich glaube, ja, das ist die. Brasilien, Schweiz, 1-1, das ist dieselbe Gruppe wie die von dem Spiel, was ich eben gezeigt habe, Serbien gegen Costa Rica. Brasilien und Schweiz trennen sich jeweils 1-1. Es war ein starker Auftritt der Schweizer. Schauen wir uns mal die Torschützen an. In der 20. Minute ein tolles Tor durch Coutinho für Brasilien. Er brachte also Brasilien in Führung. Das hielt aber nicht lange, denn genau 30 Minuten später, in der 50. Minute, also 5 Minuten, als in der zweiten Halbzeit gespielt waren, Steven Zuber durch eine Ecke köpft er das Ding rein. Unhaltbar für den brasilianischen Torwart zum 1-1 Ausgleich, was auch gleichzeitig der Endstand gewesen ist. Blicken wir nochmal hinauf auf die Zahlen und Fakten. Brasilien hätte mehr Tore machen müssen, denn sie hatten deutlich mehr Chancen. Das ging zumindest in der ersten Halbzeit so, aber in der zweiten Halbzeit hielt sich das eigentlich auch, ich werde es nicht sagen regelrecht, aber es war da auch mal so ähnlich. So, starke zweite Halbzeit der Schweizer, das muss man wirklich sagen. Die erste war nicht so gut, die zweite war aber dann deutlich besser. Sie haben ihren Turnierrhythmus gefunden, im Gegensatz zu anderen Nationalmannschaften. Ich sag mal DFB. So, auch für Deutschland ist natürlich noch alles drin. Genauso wie Brasilien und für die Schweiz. Also starke zweite Halbzeit für die Schweizer. Hammer-Tor gab es für die Brasilianer. Das war ja wie gesagt das 1-0 für Brasilien. Durch einen richtig schönen Treffer in Neymar-Style ausgeführt. So, beide in der Tabelle sind ja jetzt hinter Serbien, weil Serbien in Costa Rica vorhin, wie ich ja schon erzählt habe, 1-0 gewonnen hat. Hat Serbien also in der Tabelle 3 Punkte und die beiden dahinter Brasilien und Schweiz 1 Punkt. Gefolgt vom Tabellenletzten Costa Rica mit 0 Punkten durch diese Niederlage gegen Serbien. Oder sagen wir mal, überraschende Niederlage gegen Serbien. So, schauen wir nochmal, bevor ich euch das durchlese. Ihr könnt aber ruhig schon das lesen. Das mache ich ja jedes Mal. Schauen wir mal auf den nächsten Turniertag, auf morgen, Montag. Morgen gibt es, wie gesagt, das andere Spiel aus der deutschen Gruppe, Schweden gegen Südkorea. Dann geht es, glaube ich, weiter mit der anderen Gruppe. Sehr interessantes Ding. Ich gucke mal kurz nach, wer es ist. Genau. Ach ja, genau. Morgen. Gruppe G, ein Thema mit Belgien gegen Panama und Tunesien gegen England. Also Tunesien, England wird um 20 Uhr angepfiffen und die Partie Belgien gegen Panama wird dann morgen um 17 Uhr angepfiffen. Dazu gibt es natürlich auch die Highlights morgen bei Sport und Games TV, hier exklusiv im WM-Highlight-Magazin. So, also morgen wie heute 3 Spiele am Tag. Heute gab es auch 3 Spiele. Morgen gibt es ja auch 3 Spiele, die ich gerade genannt habe. Schweden gegen Südkorea, Belgien gegen Panama und Tunesien gegen England. 2 davon aus der Gruppe G und 1, wie gesagt, Schweden, Südkorea aus der deutschen Gruppe F. So, dann lese ich euch jetzt das nochmal vor. FIFA-WM 2018 zu WR. Das gewissen müsstet ihr aber eh schon wissen, aber ich tue es gerne nochmal für die Neuen, die hier bei Sport und Games TV mal reinschauen beim WM-Highlight-Magazin. Bei der FIFA-WM 2018 zu WM gibt es täglich um ca. 23 Uhr bei der WM ein WM-Magazin mit Zahlen und Fakten, wie ihr es eben gesehen habt, hier bei uns auf Sport und Games TV. Bitte macht gerne einen Daumen nach oben und abonniert gerne Sport und Games TV. Erzählt euren Freunden gerne weiter, dass sie auch Sport und Games TV die WM-Magazine gucken. Und auch alles, was nach der Weltmeisterschaft kommt, denn Sport und Games TV hat ja auch nicht, lebt ja auch eigentlich für Sport. Deswegen auch der Name. Aber auch viel für Gaming. Der Gaming-Teil. Wir überlegen nämlich mal von LKW-Simulatoren, Bus-Simulator hochzuladen. Das heißt, da könnt ihr auch mal dieses schöne Gaming-Feeling wieder zu haben. Aber wir haben natürlich auch FIFA und Minecraft. Wir können vielleicht sogar mal die WM, also dazu mal WM-Gaming-Videos machen. Aber auch normale FIFA-Videos bzw. FIFA-Gaming-Videos sind bei Sport und Games TV eigentlich drin. Aber jetzt dreht sich natürlich alles zur FIFA-WM 2018. Und da gibt es eben mal weniger Gaming und mehr Sport bei Sport und Games TV. So, nächstes Spiel des DFB am Samstag. Aber auch Russland wird dann eröffnen wieder den zweiten Spieltag dieser FIFA-WM 2018. Der zweite Spieltag beginnt also am Dienstag.
Und am Dienstag, da gibt es auch noch die letzten Spiele der Gruppe H im ersten Spieltag, nämlich mit Rames, mit Rames und Lewandowski, beide vom FC Bayern, von meinem Lieblingsclub. Polen, also Lewandowskis polnische Nationalmannschaft spielt gegen den Senegal. Und das Team von Rames Kolumbien spielt dann gegen Japan. Das, wie gesagt, auch am Dienstag. So, wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr Sport und Games TV abonniert und einen Daumen nach oben setzt. Und wir freuen uns natürlich auch gerne über Kommentare, Tipps oder sonstiges weiteres zu dieser FIFA-WM 2018 in unserem Sport und Games TV WM-Magazin. Das wäre es erstmal von mir. Wir sehen uns dann, beziehungsweise wir hören uns dann hoffentlich wieder morgen hier bei Sport und Games TV mit unserem nächsten FIFA WM 2018 WM-Magazin. Hier bei uns exklusiv auf Sport und Games TV. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.